In diesem Video gebe ich dir 12 Tipps, mit denen du den Untertest Textverständnis wesentlich besser bearbeiten kannst. Ich selber habe 92% in diesem Untertest erreicht und hatte am Testtag selber sogar noch 15 Minuten freie Zeit. Ich werde dir vor allem zeigen, wann du hochfokussiert Texte bearbeiten musst und wann du sie auch einfach nur grob überlesen kannst. Außerdem gibt es heute wieder ein Gewinnspiel. Wenn dich Videos zum Thema S sehr interessieren, dann abonniere doch den Kanal und klicke auf die Glocke, dass du ja keine neuen Videos verpasst und lass gerne auch ein Like da. Fangen wir gleich an. Tipp Nummer 1. In meinen Augen ist Textverständnis ein sehr leicht zu trainierbarer Untertest. Wie? Ganz einfach. Hol dir ein Buch zu Physiologie oder Anatomie, am besten beides. Trainiere Textverständnis regelmäßig und lerne die Sachverhalte, die relativ häufig vorkommen und auch die Skizzen, die du dazu zeichnest, einfach auswendig. Es ist zwar nicht nötig, diese Sachen vorzulernen und auswendig zu lernen, aber ihr habt dafür im Test einen riesigen Vorteil, weil ihr die Sachen, die sehr oft vordran kommen, relativ häufig gehört habt und damit auch sehr vertraut seid. Ich selber habe die Sachen nicht auswendig gelernt, damit ich so die Fragen dann beantworten konnte, sondern einfach nur damit, dass ich dann viel leichter in die Texte einsteigen könnte. Nächster Tipp. In welcher Reihenfolge beantworten wir die unterschiedlichen Texte? Man kann es entweder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne machen, was sozusagen die Standard wäre. Oder ich habe so gemacht, wie Sophie Hobelsberger es empfohlen hat. Erst Nummer 1, dann Nummer 4, dann Nummer 2, Nummer 3. Ganz wichtig ist, egal in welcher Reihenfolge ihr sie bearbeitet, dass ihr unbedingt, sobald ihr einen Text erstmal angefangen habt, auch dabei bleibt. Ihr dürft ihn nicht anfangen zu lesen und euch denken, ich komme nicht ganz zurecht, ich mache ihn später. Das ist einfach nur vollkommen verschwendete Zeit. In meinen Augen ist es aber vollkommen egal, in welcher Reihenfolge man die Texte bearbeitet, weil wenn man die richtigen Strategien anwendet, und ich werde euch die meisten davon gleich vorstellen, man sehr viel Zeit in Textverständnis am Ende übrig haben wird. Kommen wir nun zu dem in meinen Augen fast schon wichtigsten Punkt für den Erfolg in Textverständnis. Und zwar, in welcher Reihenfolge lesen wir Text und die Aufgaben. Grundsätzlich gilt, wir wollen sowohl den Text als auch die Aufgaben maximal einmal vollständig lesen. Dazu kommt auch noch das individuelle Nachlesen für jede einzelne Aussage. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Sachen, die man beachten muss, wenn man die Reihenfolge entscheidet. Will man zuerst die Aufgaben oder den Text lesen und will man die Sachen abschnittsweise oder als Gesamtes jeweils lesen? Ich werde dir selber gleich zeigen, wie ich mich entschieden habe und welche Taktik ich angewendet habe. Wenn ihr für euch die richtige Reihenfolge finden wollt, dann rate ich euch auf jeden Fall, fangt zuerst mit den Basics an und versucht das dann mit der Zeit zu erweitern. Die allerbasicste Sache wäre, zuerst den Text zu lesen und dann die Aufgaben zu lesen. Das ist die klassische Herangehensweise und in meinen Augen auch gar kein Problem. Man hat so auf jeden Fall einen guten Überblick, was wo im Text zu finden ist. Und wenn man dann die Aufgaben beantwortet, kann man auch mit ziemlich großer Leichtigkeit die Aussagen richtig überprüfen. Andere Strategie wäre es, zuerst die Aufgaben und Aussagen und dann die Texte zu lesen. Dadurch weiß man direkt, wonach man im Text beim Lesen genau achten soll. Und das war auch mein Basisansatz, den ich aber auch erweitert habe, der auch super mit meinem eigenen Skizzenverhalten funktioniert, aber dazu später mehr. Das waren nun die zwei Techniken, bei denen man Text und Aufgaben jeweils als Ganzes liest. Wenn man das aber abschnittsweise liest, gestaltet sich das ein bisschen anders. Man kann zunächst sagen, okay, man liest erst eine Aufgabe und liest dann von unten nach oben einen Text. Das heißt, ich lese Aufgabe 1 und lese dann Abschnitt 1 von dem Text. Das kann man super machen, wenn man davon ausgehen kann, dass der Text symmetrisch gestaltet ist, also dass die Aufgaben immer zu den jeweiligen Abschnitten passen. Weil es aber selten so einfach ist, muss man dann häufiger das sogenannte Scanning anwenden. Das heißt, man liest die erste Aufgabe und guckt dann nach genau diesen spezifischen Wörtern, die in der Aufgabe erwähnt werden im Text. Das Scanning ist vor allem dann anwendbar, wenn man innerhalb der Aufgabe erkennen kann, dass die Aussagen zu einem bestimmten definierten Themenblock innerhalb des Textes sind und dass nicht unterschiedliche Themenblöcke mit der Aufgabe angesprochen werden. Andersrum ist es auch möglich, dass man zuerst den Text abschnittsweise liest und dann, wenn man einen Abschnitt gelesen hat, innerhalb der Fragen und Aussagen nach den Zielwörtern scannt. Das kann man vor allem dann machen, wenn man glaubt, dass der einzelne Textabschnitt nur in einer Aufgabe drankommt. Da das aber nicht unbedingt immer der Fall ist, würde ich von dieser Technik eher abraten. Aber trotzdem, experimentiert damit. Vielleicht ist das auch super für euch. Ich selber bin so vorgegangen. Ich habe zuerst angefangen, die Fragen zu lesen. Und wenn ich eine Frage gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, die fragt nach nur einem bestimmten Textabschnitt, dann habe ich direkt angefangen, den Text nach dem Zielwort, also was weiß ich, Renin-Angiotensin-System oder extrazelluläre Matrix, was auch immer, abzuscannen. Und dann habe ich versucht, genau diese Frage dann direkt zu beantworten. Dann bin ich einfach weitergegangen mit den Fragen. Wenn ich dann die Fragen durch habe, habe ich angefangen, den Text durchzulesen. Und wenn ich dann einen Abschnitt gelesen habe im Text, an dem ich erinnert habe, dass direkt dazu auch schon Fragen gestellt worden sind, dann habe ich nicht den Text weitergelesen, sondern bin direkt dann zur Frage gegangen und habe diese beantwortet. Dadurch konnte ich auch Fragen sehr gut aus meinem Kurzzeitgedächtnis direkt beantworten. Sobald ich dann den Text einmal ganz durchgelesen habe, bin ich nochmal zu den letzten Fragen übergegangen und habe die durchgecheckt. Ich konnte auf diese Weise fast schon innerhalb von 6 bis 8 Minuten einen Untertest bearbeiten. Kommen wir nun zu Gewinnspielen. Was gibt es zu gewinnen? 3 Bücher von den Math Freaks zum Untertest Textverständnis. Wie kannst du gewinnen? Abonniere den Kanal,
like das Video und kommentiere unter das Video Hashtag Freak. Ich werde dann die glücklichen Gewinner auslosen und über die nächsten Schritte kontaktieren. Ich muss mich kurz mal hinsetzen, weil ich eben gerade eben noch joggen war und deswegen jetzt gerne mich mal neben meinen dicken, fetten Bücherstapel mit all meinen Bücher hinsetzen will. Tipp Nummer 4. Wenn ihr zuallererst die Aussagen lest, dann bitte, bitte überfliegt nur die Fragen und Aussagen und lest alles nicht genau jedes Wort für Wort nach. Es reicht einfach aus, dass ihr einfach nur euch anguckt, was sind die wichtigen Substantive, Zielwörter, und das reicht vollkommen aus, um eben dann erfolgreich im Text scannen zu können. Nächster Tipp. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass du, wenn du den Text liest, dass du nicht den Text verstehen musst, sondern einfach nur wissen musst, wo welche Information zu finden ist. Deswegen rate ich dir, lies möglichst schnell durch den Text durch. Und ein super Tipp, den ich dir geben kann, ist, nimm einen Stift, einen Fineliner, mehr wirst du den auch nicht haben, und fahr damit an der Zeile entlang, die du gerade liest. Das ist eine der Basistechniken des Speedreadings, die ich aus dem Speedreading-Buch mir geholt habe, würde ich empfehlen zu lesen, hilft sehr für Textverständnis und MatNut. Nächster Tipp, weil du nur wissen musst, wo die Informationen im Text zu finden sind, rate ich dir auf jeden Fall, gut den Text zu markieren. Nutzt dafür Fineliner und am besten, ganz wichtig, in verschiedenen Farben. Du nutzt jede Farbe entweder für unterschiedliche Textabschnitte, zum Beispiel Aufbau der Niere, Funktionsweise der Niere, mikroskopischer Aufbau der Niere. Jeder dieser einzelnen Abschnitte in einer eigenen Farbe. Und da musst du halt aufpassen, dass das nicht immer abschnittsweise, also dass der Sinnabschnitt nicht immer der gleiche ist wie der Textabschnitt. Oder du kannst es auch so machen, dass du, wenn du zuerst die Fragen gelesen hast, dass du die Abschnitte nach Frage markierst. Wichtig ist, dass du aber verstehst, markiere nur Fachausdrücke und Zahlen, mehr nicht. Du kannst allerhöchstens vielleicht noch Symbole machen für größer oder kleiner oder was weiß ich, aber nichts weiter unterstreichen außer Zahlen und Fachausdrücke, weil sonst der Text viel zu voll wird. Nächster Tipp. Für mich war es außerdem noch sehr hilfreich, dass ich jedem Sinnabschnitt im Text eine Überschrift gegeben habe. Überschrift war entweder, keine Ahnung, Funktion, Aufbau, Zahlen, Entwicklung, was weiß ich, oder ich habe es nach der Frage benannt, von der ich wusste, okay, Frage Nummer 4 wird in diesem Abschnitt hier beantwortet. Mit der Zeit habe ich das dann mit dem Beantworten der Fragen natürlich rausgelassen, weil ich, wenn ich gemerkt habe, okay, dieser Abschnitt wird schon in dieser Frage ganz genau behandelt, dann bin ich direkt zur Frage übergesprungen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 8. Du wirst es häufiger für nötig erachten, dir Textverständniszeichnungen zu machen. Ich habe mir die Zeichnungen sehr oft, wenn es ging, direkt in den Text gezeichnet. Zum Beispiel, wenn da steht, Hormon A induziert Ausschüttung von Hormon B, da habe ich einfach von Hormon A einen Pfeil zu Hormon B gezeichnet und ein Pluszeichen gemacht. War für mich eigentlich mein Go-To-Mittel für Skizzen und ich war dadurch auch in der Lage, schon beim Lesen den Text, auch wenn ich eher schneller gelesen habe, auch trotzdem gut zu verstehen. So musste ich nicht immer Zeit verschwenden, Text zu lesen und dann nochmal Skizze zu zeichnen, um bei der Skizze zu kontrollieren, wo sind die Sachen. Zeitersparnis. Skizzen in den Text zu zeichnen ist schon eine etwas fortgeschrittenere Sache. Du musst dafür einerseits dich ein bisschen mit der Materie auskennen, in der Lage sein, wissenschaftliche Texte auch einfach beim ersten Lesen relativ gut zu verstehen und vor allem auch das Speedreading gut anwenden zu können. Das heißt, du wirst am Anfang eher Skizzen an den Rand zeichnen müssen oder unter die Aufgaben. Grundsätzlich gilt bei Skizzen, zeichne sie nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Das heißt, du musst die Aufgabe gelesen haben und wissen, okay, durch diese Skizze kann diese Beantwortung der Aufgabe erleichtert oder gerade auch erst nur ermöglicht werden. Wann macht man denn Skizzen? Ganz simpel, man hat Skizzen entweder bei Kreislauf- und Beziehungsaufgaben oder bei Aufbauaufgaben. Das heißt, es wird beschrieben, wie die Lunge in unterschiedlichen Lappen und Segmenten organisiert wird. Du kannst hier außerdem ganz unterschiedliche Arten von Skizze machen. Wenn ich Konzepte und Verläufe verstehen muss, dann habe ich immer sehr gerne Mindmaps, Flussdiagramme und Zeitstrahlen gezeichnet. Wenn ich hingegen aber Texte gehabt habe, die unterschiedliche Sachen verglichen oder beschrieben haben, dann habe ich sehr gerne mit Tabellen gearbeitet. Tipp Nummer 10. Ich rate dir, lern Skizzen auswendig. Nicht alle, sondern nur diejenigen, die du häufiger verwenden musst. Zum Beispiel, für mich waren das immer die Sehbahn und der Plexus brachialis, also das Nervengeflecht des Arms. Diese wurden bei mir in MatNut und im Textverständnis relativ häufig in der Vorbereitung abgefragt, deswegen habe ich sie einfach auswendig gelernt, sodass ich sie immer einfach direkt aufzeichnen konnte auf Papier. Du kannst dir vorstellen, was für ein Riesenvorteil es ist, wenn du im TMS eine Aufgabe liest und du direkt schon dazu eine Zeichnung aus dem Kopf malen kannst. Nächster Tipp, wieder Thema Skizzen. Wenn du eine Aufgabe hast, wo du Skizzen zeichnen musst, du aber keine gute Skizze zeichnen kannst, weil du entweder den Text nicht verstehst oder weil du zu sehr unter Zeitdruck standest, dann rate ich dir, in der Nachbereitung dir genau dieses Thema nochmal anzuschauen. Du schlägst dein Physiologie-Anatomie-Buch oder guckst es auch einfach auf Wikipedia nach, dort gibt es genauso gute Zeichnungen und zeichnest nochmal das Thema nach. Das kannst du später dann auch auswendig lernen, wenn du magst. Das ist sowohl zum Vorteil, um einerseits dich mit der Thematik zu beschäftigen und dadurch auf spätere Aufgaben, die sich wieder mit demselben Thema befassen, besser zu verstehen, aber auch um die Skizze zu diesem Thema gleich auswendig zu lernen. Tipp Nummer 13 hat jetzt nichts mehr mit Skizzen zu tun, sondern jetzt geht es wirklich
konkret um die Beantwortung der Aussagen. Ich rate dir, fang immer mit den kurzen Aussagen zuerst an, wenn du die typischen A, B, C, D, E Aussagen hast. Wenn du aber die Kombifragen hast, also Aussage 1, Aussage 2, Aussage 3 und es gibt unterschiedliche Kombinationen, was richtig sein kann, dann rate ich dir, fang immer mit der an, mit der mittleren Häufigkeit, weil normalerweise sind die, die am häufigsten vorkommen oder am seltensten vorkommen, genau so gestrickt, dass es dir nichts bringt, sie als richtig oder falsch zu bewerten. Letzter Tipp, Tipp Nummer 14. Trau dich auch, Fragen aus dem Gedächtnis zu beantworten. Ich habe in meiner Vorbereitung im Textverständnis immer wieder gemerkt, wie ich eine Frage gelesen habe und mir gedacht habe, das muss doch diese Antwort sein. Ich kann mich doch ziemlich gut noch daran erinnern. Und dann trotzdem entschieden habe, ich check das lieber nochmal nach. Ich will ja auf Nummer sicher gehen. Blöderweise lag ich in 90-95% aller Fälle richtig. Von daher rate ich dir, verschwende keine Zeit darauf, es nochmal zu kontrollieren, weil du meistens richtig liegen wirst, sondern kreuze es direkt an und geh dann weiter. So kannst du Zeit sparen bei Textverständnis. Ich habe dich jetzt mit ziemlich vielen Informationen beladen. Wenn du Hilfe brauchst, um das Ganze einzubauen in dein Lernsystem, dann schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht oder frag einfach gerne im nächsten Livestream, Sonntag um 18 Uhr. Ich werde dir sehr gerne helfen und schreib mir gerne auch in die Kommentare, wann du dein TMS schreibst und was du für Videowünsche noch bis dahin hast, damit ich den Content auf dich zugestimmt produzieren kann. Du findest hier oder hier auf der Seite ein Video zum Untertest MATNAT, weil die Bearbeitungsstrategien in MATNAT und Textverständnis ähnlich sind und sich gegenseitig auch ergänzen können. Wird für dich ein Vorteil sein, wenn du das auch anschaust. Alle Bücher, die ich zur Vorbereitung benutzt habe, findest du unten in der Beschreibung. Ich verlinke dir dort auch das Speedreading-Buch und das Physiologie- und Anatomie-Buch, das ich selber genutzt habe, um mich ein bisschen anzulesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Video ein Like gibst, mich abonnierst und auf die Glocke klickst, damit du keine neuen Videos verpasst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.